Welche Arten von Software kann man unterscheiden? Nun, fangen wir mal nicht bei der Software an, sondern fangen wir an mit der Hardware ganz hier unten. Das ist der Computer. Das ist ein Kasten. Ja, und heute sehen die Kästen eleganter aus, aber es bleibt letztlich ein toter Kasten. Dann kommt die Betriebssoftware. Die Betriebssoftware ist die Software, die diesem Kasten hier Leben einhaucht. Ja, etwas weniger salopp formuliert kann man sagen, die Betriebssoftware ist die Software, die dafür sorgt, dass hier die Komponenten, Software und also Peripheriegeräte und Hardware und innerhalb der Hardware und Anwender, dass das alles funktioniert, dass also der Computer was tut, dass der Computer arbeitet. Das ist die Betriebssoftware. Und dann obendrauf kommt die Anwendersoftware. Und die Anwendersoftware, die führt in, heute kann man sagen, unendlich viele Dimensionen. Das kann eine Buchhaltungssoftware sein, eine Textverarbeitungssoftware, eine Videosoftware, mit der ich hier gerade auch arbeite, eine Musiksoftware, unendlich viele Möglichkeiten. Aber das ist alles Anwendersoftware auf der Basis der Betriebssoftware. Hier auf der Basis der Betriebssoftware gibt es im Grunde nur drei Systeme: macOS, Windows und Linux. Ja, Anwendersoftware, unendlich viele Möglichkeiten. So ist das Prinzip. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.